Das wäre aber an sich auch irgendwie cool, wenn man Zombies auch mit Licht abwehren könnte, fällt mir gerade so ein, weißt du? Ich meine, die spawnen ja nicht bei Licht, ist ja klar, aber wenn die auch wirklich so bei einer Fackel so draußen stehen bleiben würden oder so. Das wäre cool. Ich meine, würde das Spiel natürlich auch in dieser Hinsicht wahrscheinlich auch ein bisschen zu leicht machen, vielleicht, aber lustig wäre es trotzdem. So, aber jetzt erstmal verzauber ich mir ein Schwert, denke ich mal. Ja. Das kann man mal tun. Oh, da hinten steht ein Skelett. Weißt du, da habe ich eine Laterne, dann steht da trotzdem ein Skelett. Na, egal. Und ich hätte auch beinahe in der 100er Folge hier die Bauminsel da angefangen, die ich mir so vorgenommen hatte. Ich glaube, ich mache sogar mehr als eine. Das bietet sich hier immer so an. So, hier dazwischen könnte noch eine. Ich glaube, das mache ich jetzt vielleicht gleich mal. Hallo? Da schieße ich mal wieder drüber. Geht ja wohl nicht klar. Das kann ja hier nicht angehen, kann das nicht. So, mein Pfeil. Ja, komm. Eigentlich wollte ich auch nur die Kühe füttern, na egal. So. Hier noch, ja, noch ein Stick drin, jawohl. Eins, zwei. Und basteln. Oh, ich habe sogar noch Sticks dabei, aber was soll's. So, nach da unten. Nein, ich brauche Lapis Lazuli. Mann, ganz schön laut hier bei den Hühners. Aber da sind jetzt, glaube ich, auch oben einiges an, ist auch einiges an Eiern drin, denke ich mal. Nix Plünderung. Meine Plünderung ist auch geil. Ich will Feueraspekt drauf haben. Nix Band 4. Jetzt kann ich, glaube ich, Feuer gar nicht mehr drauf haben, oder? Plünderung wäre für natürlich für die Schweinchen geil, für die, ja, Schweine und Kühe geil. Nur Feuerschutz, aber ich will keinen Feuerschutz, ich will Feuer. Egal. Alter, warum hat sich denn gerade mein Schiff festgeklickt? Ich war gerade so verwirrt irgendwie. Egal. So, also, das und das. Schutz oder Effizienz? Komm. Schärfe oder Stärke? Komm, nehmen wir Schärfe. So. Braten wir ein paar Level. Natürlich auch nicht so geil, aber ich will halt jetzt irgendwie Feueraspekt drauf haben. Oh, Federfall ist aber geil. Ich weiß nicht, ob ich das noch brauche, aber eigentlich brauche ich das nicht. So, jetzt können wir erstmal kurz hier wieder. Schärfe, nein, Schärfe hatte ich doch zwei Bücher schon, oder? So. Da gehen meine XP wieder ein bisschen weg. Stärke 1 hatte ich auch, glaube ich. Stärke und Stärke. Dann haben wir hier gleich noch das Stärke 2 Buch. Nein, Quatsch. Da. Ich brauche bald einen neuen Amboss für, befürchte ich. Oh, das war schon teurer. Was hat denn der Bogen hier? Der hat schon Stärke 4 und unendlich. Oh, geil. Den habe ich schon ganz gut gekriegt. Der braucht noch Haltbarkeit, wa? So. Ja, Schutz packen wir auch zusammen. Komm. Verbraten wir jetzt wirklich mal alle Level, die wir hier haben. Jawohl, so. So, Stärke, Stärke 3, Stärke 1, Stärke 1. Ah. Ganz schön viele Stärkebücher. Muss ich ja schon mal so sagen. Und bald keine Level mehr, das muss ich auch sagen. So. Ah, siehst du mal. Reicht schon gar nicht mehr, egal. Packen wir erstmal weg wieder. Ah, da kommt immer noch was raus. Gut. Dann fütter ich jetzt erstmal die Schafe und Kühe. Eigentlich wollte ich erstmal nur die Kühe füttern, weil die sind ja gestorben. Ich fütter erstmal die Kühe und dann die Schafe. Das ist wichtiger. Man muss ja Prioritäten setzen. So. Einmal brauche ich gerade nicht in der Hand. Nicht, dass ich aus Versehen die Kühe wegschwemme oder so. Jetzt nicht so Lust drauf. So, meine Freunde, alle zu mir. Alle zu mir. Hier gibt es was fürs Tier. Keine Ahnung. Ich bin der beste Rhymer der Welt. Auf jeden Fall. Ich sollte Rapper werden, glaube ich. Oder Gedichteschreiber. Poet. Ich bin Poet, genau. Eindeutiglich. So, habt euch alle lieb. Da muss ich euch nicht lieb haben. So, so. Und ihr beiden noch. Hier bei den Kühen ist das noch ein bisschen übersichtlich. Da sind noch nicht so viele da. Noch nicht, ne? Wohlgemerkt. So.
So. Aber ich glaube, wenn ich Bann auf dem Schwert habe, kann ich Feueraspekt gar nicht mehr drauf kriegen, oder? Ich weiß es nicht, aber ich will Feuer auf Schwert. Nein, nicht auf. Zu. Die Kühe dürfen nicht freikommen. So. Niemals dürfen sie die Freiheit erlangen. Dann noch schnell die Schafe. Dann sollte ich, glaube ich, Level 12 haben. Dann kann ich die Bücher zusammenpacken. Da bin ich mal wieder auf Level 0 runter. Krasser Scheiß. Und sofort gucken mich wieder alle an hier. Aber ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Ich kriege eigentlich wieder relativ schnell die Level rein, glaube ich. Und dann lohnt sich das auch mal ein bisschen. Und ehe ich halt die Äxte zusammenpacken muss, dauert das auch noch ein bisschen. Ich meine, die hat zwar keine Haltbarkeit drauf, aber immerhin Effizienz 4. Das ist schon geil. Egal. Gucke ich gleich mal. Obwohl, das wird schon ein bisschen teuer sein. Obwohl, ich sollte gar nicht warten, bis beide kaputt sind. Ich glaube, ich sollte jetzt die nächsten zusammenpacken. Denn die eine ist ja schon halb im Arsch und dann ist sie halt. Ja, klar. Okay, ich hatte mal wieder einen Denkfehler drin. Ist aber auch nicht so schlimm. Dann gucken wir jetzt. Na komm, hier, das eine werde ich noch los. Ich habe zwar noch ein paar mehr, aber so. Gib mir XP. XP. Ich will XP. XP, XP. Alles meins. Sogar Level 13. Nice. Level 14 kommen. Level 14 schaffen wir auch noch. Ah, ganz knapp nicht. Aber da ist noch was. Level 14, jawohl. Und noch mehr für mich. Nice. So, dann werde ich vielleicht gleich auch mal wieder in die Monsterfalle gehen oder so. Wer weiß. Könnte ich mal wieder tun eigentlich. Könnte ich das XP, mein XP. So. Aber jetzt gucken wir erstmal da. Machen wir erstmal, denke ich mal, wieder die Hühnerwerferei aus. Obwohl, vielleicht. Ja, doch, ist leer. Höre ich doch genau, dass das leer ist. So. Dann gucken wir mal kurz, wie teuer das denn ist, die Exit. Nur 9 Level. Nice. So. Dann werde ich jetzt, glaube ich, mal. Ja, eigentlich müsste ich Bäume fällen, aber ich gehe ein paar Monster kloppen. Das Schwert, das hat nur Schärfe 3, also, ne? Mann, ich will ein Feuerschwert. Dann kann ich die Schweine und Kühe gleich töten. Die Schafe eigentlich auch. Ah. Schafe geben ja mittlerweile auch Essen. Mann, Mann, Mann. Ich meine, dann kriege ich zwar ein paar XP weniger, weil ich dann durchs Braten keine kriege, aber das ist mir in dem Fall, glaube ich, relativ egal. Warum bin ich nach hier? Ich wollte zur Monsterfalle, Mann. Die Richtung hat schon fast gestimmt. Nur eben nicht ganz. So, da sind nur ein paar Zombies, die können langsam mal runterfallen. Und alle nach unten locken, aber wirklich alle nach unten locken. So. Ich denke mal, ernten muss ich jetzt gerade nicht unbedingt. Karotten hatte ich ja noch ein paar. Obwohl, na egal. Mache ich jetzt erstmal nicht auf jeden Fall. Kein Bock, oben nachzupflanzen. Ich will nur Leute kloppen. Babutz, komm schon. Babutz. Und dich auch. Haha, so. Und kaputt hauen. Ich hau euch alle kaputt, tue ich euch kaputt hauen. So. Skelett hat mich getroffen. Kann ja gar nicht angehen hier. So. Ich brauche Fraß. Fraß brauche ich so. Türe auf. Oh, noch einer. Okay, es ist jetzt noch etwas rar hier. Da könnte schon mehr gekommen sein, würde ich mal meinen. Komm schon. Komm schon, da geht doch noch was. Mano. Gerade auch gewundert, warum es so ruhig ist. Die Musik war einfach aus und jetzt kommt erst das nächste Lied. So, jetzt ist ein Zombie runtergefallen. Ich habe es genau gehört. Wenn es auch nur einer ist. Das war eine Spinne, nee, ein Creeper war's. Ist ja fast das gleiche, ne? Beides Kacke. So. Sieht dann aus wie eine Truhe. Brauche ich auch was daraus? Nee, oder? Eher nicht so. Skelettchen und zwei Skelette sogar. Ich wusste nicht genau, ob Skelett oder Zombie konnte man noch nicht so erkennen. Aber so. Also bis Level 10 mache ich jetzt schon hier unten noch, würde ich sagen, mindestens. Das sollte, glaube ich, mindestens drin sein. Huch. Das erwarte ich jetzt hier. So. Und ein Zombie. Okay, das ist ja, wird jetzt mein Level 10. Naja, gut. Jetzt hätte ich natürlich noch, doch noch gerne mehr, aber ich lasse es erstmal. So, dann, ja, die Hühner sind jetzt so schnell oder nicht gewachsen. Das befürchte ich. Dann werde ich jetzt doch gleich mal Bäume fällen gehen.
In der Zeit werden die Höhen natürlich auch nicht wachsen, weil zu weit weg und so, aber was soll's. So. Dann gucke ich mal kurz nach den Tränken hier. Ich glaube, die müssten auch wieder fertig sein, ne? Jawohl. So. Ah, ich gehe gleich mal wieder nachfüllen. Zack, zack, zack. Da. So. Dann mal kurz zum Wässerchen. Wird zwar auch wieder nicht ganz reichen, mein Inventarplatz für alle, aber was soll's. So. Noch zwei. So. Ja, alles ganz genau abgezählt hier. So, dann packe ich die anderen Tränke weg. Dann kann ich nochmal schnell drei Flaschen voll machen. Ah, mache ich gleich, glaube ich, mal alle voll. Also gehe da kurz wegbringen, dann mache ich die restlichen voll. So was in der Art. Türe auf. Rinder mit. Stimmt, die Enderperle wollte ich auch noch wegbringen. Dann mache ich das auch demnächst dann. In den nächsten zwei, drei Zügen quasi. So. Ja, genau, voll. Oh, jetzt hat mein Magen wieder ganz schön laut geknurrt. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme gehört hat. Das wäre natürlich sehr lustig. Aber egal. Gerade bin ich noch. Ja, komm, pack mir die Enderperle schon mal weg. Gerade bin ich noch gut dabei. Also geht da noch was. So, Enderperle weg. Hammelfleisch her. Ah, ne, war ja Steak. War ja gar keine Hammel. Rinder. Erstmal die Wasserflaschen wegbringen und dann holen wir nochmal schnell die restlichen vier voll, so, ne? Da. So. Dann haben wir das auch erstmal geklärt, so, ne? Und zack, 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 zack. Alles wohl. Alles wohl. Kann ich das Wasser hier so. Ne, ich kann das trinken, genau. Ich kann das nicht hinschütten, ich kann das trinken, aber will ich nicht. Aber war ja nur eine Frage gerade wieder, so, ne? So. Rein damit. Und jetzt aber endlich mal Holz sammeln, wa? Ja. Jetzt mal Holz sammeln. Ich glaube, da vorne könnte ich dann auch so Wäldchen lassen. Finde ich echt ganz cool da mit dem Weg und dem Wald und so. Und Bäume machen doch irgendwie ein bisschen mehr Ambiente, so finde ich hin. Aber, na, stimmt, die Bauminsel mache ich auch demnächst doch. Ach, wieder so viel zu tun auf einmal. Da sind wieder große Bäume gewachsen. Hat mich jetzt auch nicht wirklich überrascht, aber so nah wie die ganzen Setzlinge beieinander waren, aber ich hatte keinen Bock drauf, die wegzuhauen. Es regnet schon wieder. Ist genau gesehen aus dem Augenwinkel. So. Ich überlege gerade auch, ob ich mir die Axt hier auch aufheben sollte, also reparieren sollte. Die ist eigentlich auch ziemlich geil, ne? Haltbarkeit 2 zwar nur, aber ich könnte noch ein Haltbarkeitsbuch draufpacken irgendwann mal. Und Effizienz 4, das ist schon ziemlich gut. Das mit dem Glück ist eigentlich irrelevant. Macht das Reparieren vielleicht teurer, aber ich glaube, das könnte ich tun. Dann verschwende. Ach doch, Diamanten verschwende ich ja trotzdem, aber egal. Dann weiß ich, woran ich bin. So, ne? So. Ich weiß nicht, so ein bisschen Holz voll sollte es ja schon sein, ne? Ah nein, es ist wirklich ein großer Baum. Ich habe es irgendwie aus dem Augenwinkel gesehen gehabt, aber egal. Die lasse ich jetzt einfach so stehen. Mir jetzt egal. Und pack einfach die Setzlinge drunter und lass andere Bäume so daneben wachsen. Wenn zwar noch mehr große Bäume, aber was soll's. Ah, doch, vielleicht so zwei Stacks oder so voll. Das sollte, glaube ich, mindestens. Packen wir mal was. Folgen wir mal, packen jetzt Stack weg und dann wissen wir, wenn. Ja, warte, wir so. Machen wir vier Stacks voll, ne? Also, wenn ich das hinkriege, ohne große Bäume abholzen zu müssen, dann mache ich das auch. Wenn dann da unten die beiden Leisten voll sind, dann haben wir vier Stacks voll. Jawohl, so war mein Plan, so, ne? So. Und vielleicht mache ich dann auch noch die großen Bäume weg, das weiß ich noch nicht. Das finde ich natürlich schon unschön. Aber wenn dann sowieso die Bäume hier noch rumwachsen und irgendwann kommt das sowieso alles wieder weg, das ist ja gerade wirklich nur, bis da unten noch alles fertig ist, würde ich sagen. Ja, ich glaube schon.
Und dann mache ich ja wieder radikal alles. Ja.